Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring hier für die Switch, wollte ich gerade sagen, für die Xbox. Genau, wir befinden uns jetzt wieder bei der Kirche von Marika. Und wir haben ja mal mit dem einen Typen geredet und zwar... Naja, der ist auch hier unten in der Tafelrunde. Und der hat uns mal von einem Portal erzählt. Und das Portal ist ja hier, Bestienportal oder wie es heißt, ne? Und da müssen wir, glaube ich, mal rein, um zu sehen, wo wir landen. Beziehungsweise kann man ja was abgeben bei dem. Das sollten wir vielleicht mal machen. Genau, das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich setze da mal einen Pfeil hin und da eiern wir jetzt mal hin. Man fährt aber noch, ne? Da. Das ist ja nicht weit weg, das ist gleich hier vorne. Okay. Da können wir auch hinlaufen. So, da ist es. Und dann benutzen wir das mal. Wenn ihr euch erinnern könnt, der sitzt bei der Tafelrunde. Mit dem hatten wir, den haben wir irgendwo auf dem Schlachtfeld mal getroffen. Und der sagte uns, Bestienkleriker, man kann denen irgendwas bringen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Denn wenn wir dem was bringen können und der uns was gibt dafür, wäre natürlich nicht schlecht. Wäre natürlich schlecht, wenn er uns einfach nur kult. Hier genau, Drachenhügel, so. Da unten wollen wir nicht runter. Das sieht gefährlich aus, aber hier müssten wir mit dem reden können. Wir machen mal auf. Gucken, was passiert. Refugium der Bestien. Das Gute ist, hier ist auf jeden Fall schon mal so eine Gnade. Und wir können direkt mit dem Typen da hinten bestimmt reden. Ja, man kann mit ihm reden, ich kann ihn nicht angreifen. Sieht aus wie so ein zu groß geratener Wookie. Nee, noch nicht. Todeswurzel übergeben. Machen wir mal. Wählt die Anzahl. Ja, ich habe noch eine. Ja, gerne. Wie bitte? Klauenzeichensiegel. Bestienauge. Mal gucken, was hier in der Wand ist. Okay. Sollen wir nochmal mit dir reden? Hier Augen und... Was ist denn das überhaupt? Nehmen wir mal einen Kopf kurz. Hä? Da. Bestienauge. Er zittert angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Ein Steinauge mit Krallenspuren, erhalten vom Bestienkleriker Gurang. Er soll in der Nähe von Todeswurzeln zittern. Die trübviolette Iris macht den Eindruck, als wäre sie lebendig. Mein Hunger ist nicht gestillt, bringt mir mehr Tod. Ach, das ist der Schlüssel, den haben wir eingesammelt, ne? Aber, dieser leere Topf repariert sich seltsamerweise selbst, wenn er kaputt geht. Ein unendliches Gefäß zur Herstellung von Wurftöpfen. Die darin versiegelten Materialmagien entfalten ihre Effekte, wenn der Topf geworfen wird. Okay. Er hat uns auch noch was gegeben. Eine Kristalltrin, die langsam im Lauf vieler Zeitalter dort heranwuchs, okay. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Die Rosinengemisch erhöht eine bestimmte Zeit lang die Kraft aufgeladen. Ah, okay. Was ist das? Kann in einer Flasche mit wundersamen Arznei gemischt werden. Die Rosine erhöht eure maximale Ausdauer. Gut, was ist das? Stärker doch. Kurz mal stärker, okay. Wir haben uns doch noch irgendwas gegeben gerade. Was war das? Klauenzeichensiegel. Okay. Verstärkt von Gurung gelehrte Anrufung. Okay. Gut. Ja, ich dachte, passiert irgendwie viel mehr hier, aber so viel mehr passiert hier anscheinend gar nicht. Schauen
Schade, schade. So. Ein bisschen umgucken. Kurz auf die Karte gucken. Wo sind wir denn hier überhaupt? Oh, wir sind hier ganz oben im roten Norden. Okay. Dritte Kirche von Marika, Totenwasserdorf. Okay, das haben wir alles schon. Also das haben wir alles schon, aber haben wir schon. Hier ist auch irgendwas, ne? Kommen wir mal einfach so hin. Hm. Ich muss mich noch entschuldigen für die letzte Folge. Ich habe mich da hinreißen lassen und einfach Chips die ganze Zeit gegessen. Im Nachhinein habe ich gehört, dass es ganz schön laut ist, ne? Wenn man das so zuhört. Ist auch nicht schön, gebe ich zu. Aber naja, zu spät. Kann ich nicht rückgängig machen. So, Gaures Hütte. Lennisturm, genau, da waren wir überall schon. Westlicher Drachenhügel, Ruinen von Kalem. Zeigt ja auch irgendwo hin, ne? Stadt der Zauberer. Wir müssen ja hier auch noch die Nadel für dieses eine Mädel da. Also wenn wir zur Kirche der Seuche gehen, da ist doch das eine Mädel und die braucht doch die goldene Nadel. Die haben wir auch noch nicht gefunden. Muss ja auch irgendwo sein. Genau, hier ist sie doch. Aber die haben wir noch nicht, ne? If you are wise, you will my flesh bride. Aber wo finden wir die? Als wir mit ihm geredet haben? Irgendwo haben wir doch mit einem geredet darüber. Und er sagte, dass wir da hin sollten. Sumpfige Kammer dahin. Irgendwas mit. Die hat auch irgendwas gesagt, von wegen, dass es ein Sumpf ist oder im Wasser, ne? Das kann ja eigentlich nur da sein. Glaube ich. Kann auch sein, dass ich komplett falsch liege. Das hier überhaupt? Kann ich da rumreiten? Das kann ich. Hier kommen so eklige Pflanzen hoch. Das Land ist nicht schön. Mal ein bisschen. Oh, hier sind die ganz großen Pflanzen. Nicht so viel gebracht, ne? Hier geht's hoch. Da sind wir gekommen, ne? Ich weiß, ja, ich glaube, von hier sind wir gekommen. Okay, wir müssen noch kurz durchreiten. Dann gehen wir gleich hier. Okay. Los, greift die Kugel an, Leute. Oh, da vergiss ich mich, vergiss. Na los, das schafft ihr, Hunde. Dankeschön. Dunkelschmiedestein 5, okay. Gut zu wissen.
Okay, hier gab es nur ein. Was heißt nur? Hier gab es einen Dunkelschmiedestein, der natürlich sehr gut ist. Allerdings haben wir unsere Dings ja schon auf 5. Deswegen kann es uns auch ein bisschen egal sein. Gut, also haben wir ein bisschen was gefunden, aber auch keine Highlight jetzt hier. Ich bin im Kampf drin, deswegen geht das nicht. Wenn man da im Wasser ist? Ich weiß es nicht. Die ganzen Giftviecher. Die können nichts anderes als uns vergiften, ne? Na, guck mal hier. Warten wir kurz. Also hier waren wir schon, ne? Oder was? Anscheinend waren wir ja schon mal. Ach so, wir sind statt Zauberer. Gucken, ob wir hier durchkommen, gut. Die tauchen einfach aus dem Nichts aus. Ja, nichts aus. Nichts auf. Mhm. Oh, ich denke mal, da taucht irgend so ein. Da taucht irgend so ein Hi-O-Pi auf. Ups, Entschuldigung. Und will mich da platt machen. Wahrscheinlich gibt es hier unendlich Gegner. Oder auch nicht. Giftfett. Das kann uns doch vielleicht helfen. Okay, da kommen wir. Da kommen wir aber auch nicht so einfach durch. Aristokratenkleidung. Nein, Leute. Och, das war jetzt total überflüssig. Wirklich.
Jetzt haben wir richtig viel Leben verloren. Gott sei Dank. Hier haben wir wieder. Aber wo kriegen wir diese goldene Nadel her? Er sagt, er gibt uns das erst, wenn wir in der Stadt irgendwas geschafft haben, ne? Geh mal dahin kurz. Ich muss einmal rausfinden, warum wir diese, von wem wir diese goldene Nadel bekommen. Er hat uns bestimmt einen Tipp gegeben, aber ich habe es natürlich vergessen, was er da erzählt hat. Irgendwo hier war der Typ da auf jeden Fall. Er hat uns davon erzählt. Meine ich. Hier? Ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Das ärgert mich so ein bisschen. Kirche der Seuche. Gauris Hütte. Müssen wir da nochmal hin? Wie ist es da irgendwie? Ich weiß es aber nicht mehr. Nein, das habe ich vergiftet. Ach, der Spacko. Und der Axt. Ah, nur viel raus. Mann! Hast du nicht gerade irgendwo so ein Typ? Hab ich mir so eingebildet. Ja, vorne. Hier. Ich bin eingebildet, ne? Da ist eine Hütte da unten. Die Frage, wie man da hinkommt. Ah, jetzt weiß ich wieder, okay. Ich hab ihn runterfallen. Wow, und schnell was getrunken noch. Alter, das war eine enge Kiste gerade. Nein!
ist einer hinten mit ganz vielen Töpfen. Ich geh mir auf den Sack hier. Nein, ey. Keine Zeit für so einen Scheiß. So, alleine sind sie schwach, gemeinsam sind sie aber wirklich stark, ne? Das muss man einfach mal sagen. Puha. Okay, also den Riesen aber eigentlich nicht killen. Aber hat er da was? Bewacht er auch irgendwas? Okay, lassen wir ihn da mal sitzen ruhig. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wir wollen einmal zu der Hütte, um rauszufinden. Vorsicht, Zauberer. Nein, noch ein Zauberer? Wo war denn noch ein Zauberer? Ach, der... Ach, da. Scheiße, wir haben richtig viel Dinger da verloren. Nur so nebenbei, ne? Och, Mann, ey. Ich muss runter zu dieser Hütte. Wie komme ich denn da runter? Das ist ja ein bisschen tief da, ne? Ah! Oh! Was hab ich für Schweine, ey? Die wollte mich da runterbocken. Habt ihr das gesehen? Die wollte mich da runterschubsen. Ganz ehrlich. So dreiste Viecher. Gibt's hier nicht irgendwie... Da gibt's keinen... Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es da keinen... Wie nennt sich das? Dings, was es gibt. Ja, ich mache euch alle tot hier, denn blöden Schafe. Die Musik hier, die macht mich auch echt kirre. Ich muss nochmal irgendwo noch so ein scheiß Licht geben, oder? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht gibt. Was ist er denn? Okay.
Muss ich gegen den kämpfen? Der sieht irgendwie fies aus. Gegen kämpfen wir jetzt noch nicht. Gucken wir erstmal, wo wir noch irgendwo hinkommen. Einfach nur so runter kommen wir hier nicht, ne? Nee. Das geht hier echt nicht einfach nur runter. Das geht einfach nicht. Shit. Ich muss hier irgendwie runter, das ist das Problem. Da geht's runter, auf der anderen Seite. Da könnten wir runter und dann... Oh, es muss doch irgendwo auch ein Licht geben hier, so ein... Ich habe bloß keine Angst zu sterben hier. Komm schon. Da ist der große Hund, aber gab es hier kein Leuchtfeuer oder sowas? Das kann doch gar nicht sein, dass es das hier nicht gibt, oder? Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich muss es irgendwo übersehen haben. Oh. Der mag mich da oben nicht. Da unten. Das holen wir jetzt eben schnell. So. Cool, dann werden wir unseren Punkt erstmal verteilen hier, weil das wäre mich sonst echt fatal. Dann kommen die Stärke und die Kraft. First, you must find the unalloyed gold needle. It's hidden somewhere in the deep scarlet swamp of Aeon. Scharlachsumpf von Aeon verborgen. I will tell you, as promised, the secret. Okay. Im Sumpf, aber wo ist der? Ist doch alles Sumpf hier, oder bin ich verkehrt? Ruin. Sumpfufer von Aeonia. Also dann, was ist das? Südliches Info von Aeon, ja? Irgendwo hier kann das sein. Also es kann ja nur hier vorne sein. Also wir könnten ja mal hier hinreisen. Und dann gehen wir von da aus rein. Ansonsten weiß ich nämlich echt nicht, wo es sein kann. Und da sind wir gerade geritten, ne? Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier reingehen. Hier irgendwo im Sumpfgebiet ist es. So, ich mache aber mal einen Pfeil da rein. Okay. Ein paar Sachen. Ja, komm, ein paar Ritter, die wollen mich natürlich Platz sehen. Sumpf von Aeonia.
Hier ist wahrscheinlich irgend so ein Viech, was hier rumläuft. Hey, vielleicht. Alter, der haut uns hier an. Ist es, vielleicht hat der die Nadel da, der Typ. Vielleicht hat der die Nadel, oder? Hier müssen wir von hinten erledigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der die hat. Der Nadeltyp. Ich kann leider nicht so lange im Sumpf stehen, glaube ich. Also als... Dunkelschmiedestein 4, okay. Aber ihr seht ja, sobald ich in den Sumpf gehe, sterbe ich zwar nicht, aber verliere ziemlich viel Energie. Und ziemlich schnell auch. Oh, hier sind einfach nur 3 Millionen Moskitos. Was ist er denn? Commander O'Neill. Oh, der sieht hart aus. Okay. Meine Hunde haben platt gemacht, okay.
Ach Mann. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ist der gleich noch so hart zu aus? Oh. Shit. Aber wir haben zumindest einen Boss gefunden hier. Der ist ganz schön hart. Fangen wir direkt bei Marikas Pfahl an. Vielleicht muss ich andere Leute da reinschicken. So, der musste weg. Weil das echt ein fieser Typ ist. So, kann der uns sehen? Können wir uns da ranschleichen an den? Oder wird er uns sofort erkennen? Dass er seine eigenen Leute nicht trifft, ist ein bisschen schade. Sollen wir schnell rüberkommen. Ba, 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 ba. Dicht ran, da ist noch einer, aber wenn ich dicht ran bin, dann haut mich der andere gleich kaputt. Das wäre ärgerlich, oder? Jetzt aber. Ja. Jetzt sind nur wir beide da. Komm an, der Hengst. Nein! Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Ah. Ich hab so ein bisschen Crank gemacht mit seinem Scheiß da. Kann ich mit der, Armbrust ein bisschen abschießen vielleicht? Von hier so? Kommt da. Er kommt hier auch noch raus. Okay. Kann ich ja von hier mit der Armbrust abschießen? Oder auch nicht? Armbrust mal einstellen hier. Ich habe auch nur 20 Pfeile. Auch nicht so viel, ne?
oder verliert aber Leben hier. Ist die Frage, ob bis hier hochkommt. Aber guck mal, der verliert ja Leben da drin in diesem Sumpf. Idiot, lauf doch nicht in den Sumpf. Hier ist doch Leben. Guck mal da. Gut für uns. Weißt du was? Das machen wir die ganze Zeit so. Komm doch hier rüber. Ich brauche nicht mal meine Armbrust abschießen. Oh! Nein! Der kann mich hier oben treffen. Der kann mich hier oben treffen. Das ist ja fies. Aber ganz ehrlich, wie cool ist denn das? Dass wir den da so platt machen können? Das probiere ich nochmal. Das probiere ich nochmal. Warum kann ich gegen ihn kämpfen? So, das mussten wir leider machen. Wenn wir den nicht killen, dann können wir ihn nicht killen. Okay. Ich muss mich jetzt ertrinken, ja, weil ich kaum noch Leben habe. Das ist wirklich sehr nervig. Ist da noch jemand? Da ist noch einer. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir jetzt so crank sind. So viel Leben haben wir ja gar nicht mehr. Was machen wir denn da? Er kommt, also wir könnten jetzt theoretisch wieder hier hinlaufen und warten, bis er zu uns kommt. Was er auch tut. Und ihn dann einfach wieder in diese ganzen Sachen hier reinlocken. Schon. Wenn wir jetzt einfach hier warten, kann er ja machen, was er will. Dann muss er eh hier durch. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er wird wieder ordentlich gebraten von dem ganzen Kram noch. Oder auch nicht. Und dann warten wir zurück hier. Ich werde gar nicht getroffen. Gerade eben wurde das so cool getroffen.
klappt das nicht mehr? Ich dachte, das wäre so ein cooler Move gewesen, aber anscheinend. Na jetzt, jetzt verliert er was. Ich muss schnell abhauen vor ihm. Er hat ja schon einen langen Arm. Komm schon zu mir, du kleiner Bastard. Hier oben bin ich. Ah, guck mal, das hat doch gesessen. Man kann ja so ein bisschen lenken, ne? Eklig für dich, ne? Guck mal, so machen wir ihn ganz locker platt. Ohne noch einen Finger zu rühren. Ah, da kriegst du noch einen, pass auf. Ja, verliert auf jeden Fall nach und nach Leben. Ja, jetzt kriegst du noch mal einen ordentlich. Hat er sie gerufen, da diese kleinen Viecher da? Oder klein sind sie ja nicht, aber. Da ist auch noch einer mit den Wächtern. Oh yeah. Ah, du bist zu langsam. Dann würde ich nur wegköpfen die ganze Zeit, ne? Oh komm, blubber da das Wasser. Das war's für ihn. Großen Gegner zu Fall gebracht. Kommandantenstarte. Reine Goldnadel. Da haben wir die Goldnadel. Ich werde noch kurz reingucken, ob da was drin ist noch. Wenn man irgendwas findet. Nee, man kann aber die Gnade berühren. Perfekt. So. Gott, lass mal rasten hier. So, jetzt haben wir diese Nadel. Und die müssen wir zu Godric bringen? Zu ihm hier? Oder müssen wir... Nee, die müssen wir erst zu ihr bringen, ne? Das machen wir direkt. Wo war denn die Kirche da, ne? Kirche oder solche. Dann fahr direkt hin und bring ihr mal die Nadel, mal zu gucken, was sie genau damit machen kann. Würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir ja, wie es weitergeht, ne? You are wise, you will leave my flesh, Bri. Oder wir sind doch erst zu ihm. Warte mal, ich kann mal gucken.
Eine Kunstvergöttin, ein Ritual für dich, der die Einmischung von fremden Gottheiten verhindern soll. Der weiße Gott besitzt die Muster. Ach, wir müssen doch erst zu ihm, okay. Da ist eine Hütte. Dann müssen wir uns einfach hier hin beamen, ne? Gut. Beamen wir uns da kurz dahin und dann eiern wir schnell zu ihm nochmal. Ah, das wollen wir jetzt nochmal rausfinden, wofür die Nadel gut ist, ne? Ist zwar wieder eine lange Folge, aber. Was soll's? So. Wo halten wir längst da oben, ne? Schnell, schnell, schnell. Der blöde Köder. Kann man den ja vorbeireiten, ohne dass er uns bemerkt. Bestens. So, dann erzähl mir mal was. Ich hab die Nadel. Oh, you found the unalloyed gold needle. Genau. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Now let me have a look at the needle. Well, well, this is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made? Kann ich. Wie machen wir das dann? Geben wir ihm kurz ein bisschen Zeit, dann reisen wir noch mal kurz hier hin. Dann reisen wir wieder zurück. Hat er wohl Zeit genug gehabt, oder? Hoffe ich. If you are wise, my flesh writhes. Ich habe hier nicht so ein. Kann ich hier so ein. Kann hier nicht diesen Apfel geben, den wir haben? Gibt das der blinden Jungfrau, die haben wir leider nicht. Noch bis zur Nacht. Dann gehen wir wieder zu Godric. So. Ich hoffe, jetzt bringt uns das irgendwas. Nur am Hund vorbei. Jetzt hat er vielleicht diese Nadel wieder repariert. Gucken wir mal. I have awaited your return. The needle is repaired. Now will you give it to the girl? I will reward you in. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Celia, the town yonder. A wretched fate, indeed. Poor girl, she never wished for any of this. Okay, also wieder hin zu ihr. Das ist auch eine Hin- und Hergereise, aber was tut man nicht alles, um einen holden Jungfer vor der Fäulnis zu retten? Hallöchen, ich hab was für dich. If you are wise, you may flash. Eine reine Goldnadel bereichen. You ask that I stab myself with the needle to quell the scarlet rot. But how?
Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment? Klar. Drogensüchtige. Well, that was easier than expected. But why do I feel so... Hä? Okay. Gehen wir mal zurück zu ihm. Mein Gott, das ist aber eine Hinhergereise jetzt. Auch ein bisschen langweilig, muss man zugeben, ne? Also. Aber. Ja, nochmal hin zu ihm. Also nicht jedes Mal gegen diesen Hund kämpfen müssen. Das wäre auch schon sehr blöd. Der schöne Wachhund da. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Cellians, descendants of the Eternal. Zauberei studieren. Okay, bringt jetzt nicht so viel, aber ist natürlich nett von Ihnen. Please make certain that, like her mother, she has the stuff to be a great warrior, but okay. Commands only one arm and is yet preciously young. Was gibt's denn da? Feuer drei Schnellstürme ab, Feuerschnell nahezu unsichtbar, magisches Geschoss ab, setzt euch vor einen lebensdehrenden Silbernebel frei. Wie bitte? Eine Nachtzauberer, sehe der Stadt der Zauberer, setzt vor dem Zaubern einen lebensdehrenden Nebel frei, der allen, die sich da befinden, Schaden zufügt. Achso, okay. Gut, dann gehen wir nochmal zurück zu ihr. Und das war's dann, glaube ich. Da ist sie. Und sie sieht gesund aus. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you. But I would like you to have this. Ooh, was denn? By way of thanks. A token though it is. Erbe des Prothesenträgers. I'm considering leaving. With the needle buried in my flesh, I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Stimmt. Considering with the needle my okay, destiny. Das gleiche. Gut. Gut, also ich reise jetzt einmal hier hin. Und sage Danke zu euch. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.